Moin moin meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dyson Sphere Program. Und ich habe Bock, denn jetzt, heute in dieser Folge, werden wir wahrscheinlich den Step zur gelber Science machen. Ich mache mich klein, whoop, und schon starten wir rein. Ihr erinnert euch, wir haben gerade Lava-Planet erschlossen, wir haben uns ein bisschen Titan, wir haben uns ein bisschen Silizium geholt und jetzt sind wir gerade wieder hier zurück. Ne? Wir gucken mal ganz kurz hier rein, Titan, Silizium ist am Start. Jetzt bereiten wir die gelbe Science-Produktion vor und heißt hier Structure Matrix. Und dazu brauchen wir Titan, Kristalle sowie als auch Diamanten. Als erstes kümmern wir uns einfach mal um die Diamanten. Dazu suchen wir uns ein bisschen Kohle und dann müssen wir überlegen, wie viel wir benötigen. Ich möchte gerne wieder 2 gelbe Science die Sekunde machen. Hallo, wo sind denn hier bitte jetzt die Kohledinger? Ich hatte doch so viel Kohle. Da gab es doch richtig krasse Kohle. Ah, hier. Hier zum Beispiel, ne? Hier könnte man ganz gut, hier haben sehr viel Kohle. Unter anderem hier. Ich werde, ich glaube, hier mal die Kohledinger anschöpfen, weil hier wird die große Mall draus gemacht. Und da möchte ich dann, dass hier irgendwann mal, dass das hier alles mal verschwindet. Ja, super geil. Geht schon mal nicht so gut. Müssen wir mal hier kurz einmal unterbrechen. So, hier die Kohle. Und am besten eigentlich noch die da hinten noch so ein bisschen mitnehmen. Aber es geht. Oh doch, geht. Okay. Sehr, sehr gut. Dann werde ich das natürlich einmal verbinden. Hm. Nee. Müssen wir so, so und so machen. Boah, ist das eklig. Aber gut, das nützt einfach nichts. So, wir werden es erstmal alles zusammenführen. Perfekt. Und das Ding dahin. Das ist aber laut. So, okay. Die Kohle haben wir jetzt hier am Start. Hier hätten wir auch noch welche. Aber ich werde das wahrscheinlich hier so ein bisschen erweitern. Hier sind die Thruster. Ich glaube eher, wir gehen in die Richtung hier. Machen hier mal wieder mal ein bisschen klein. Alles schön wegpacken hier. So, schön planen, aber ohne Beton. Aber jetzt haben wir hier auf jeden Fall ein bisschen Platz. So, und jetzt gucken wir mal ganz kurz. Wir brauchen, hatten wir ja gesagt, diese Kristalle, Diamonds. So, als erstes machen wir 12, also wir haben hier, nehmen wir mal, wir haben 12 die Sekunde Kohle. So, da werden wir mal schön wieder dich reinschmelzen. Haben wir nicht, aber zum Glück haben wir hier direkt die Mall. Deswegen gönnen wir uns jetzt schnell die entsprechenden Schmelzer. Ihr merkt, ne, Schmelzer brauchst du immer. Brauchst du einfach immer. Ja. Ich weiß nicht, ob wir irgendwann mal in den Genuss kommen, dass wir hier diese Teile hier machen. Am liebsten würde ich halt auch nochmal ein mehr hier von den Dingern bauen. Ich meine, theoretisch kann ich das machen? Nee. Auch ein Eisen und was nicht alles. Also man bräuchte auf jeden Fall noch ein bisschen mehr von diesen Turbinen. Das Ding müsste man mal updaten. Wir machen wirklich sehr wenig von diesen Turbinen. Immer nur halt eine, ne? Anyway, darum ging es gerade nicht. Wir sind jetzt hier hinten bei Kohle. Wir machen 12 die Sekunde. Ja, 12 die Sekunde kommen an. Wir wissen ja schon, wenn wir hier Graphit machen, er nimmt 2 pro Sekunde. Also ich kann 12 von diesen Dingern bauen. So, das werden wir auch gleich tun. Zack, zack, zack. Und die ziehen wir einfach mal bis nach da. Und die... Wir müssen noch da. So, hier unten brauchen wir nur das. Dann kommen hier die, ne, hier raus. Und hier müssen wir rein. Und jetzt ging das? Ah, hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 8. Nicht ganz. Machen wir das nochmal in 2. In 2 rein. Okay, machen wir es anders. Ich kriege schon wieder Plack hier. So, das weg, das. Jetzt machen wir das Ding hier mittig. Und dann... Das ist so ein bisschen Platz-Sparen-Trick, mehr oder minder, ne? Ich lehne jetzt die Dinger hier rauf. 1, 2, 3. Ja, ich bin immer noch gewohnt von früher, ne? Dass ich gleich immer alles setzen will, aber das ist Blödsinn. So, und hier einfach raus. So, ja, und jetzt... 4, 5, 6, das heißt, das hier ist das Maximum. So, und jetzt im Prinzip setzen wir das gleiche Ding und setzen einfach nur die Sorter ein bisschen versetzt rein. Ne? Also wir ziehen jetzt von der Seite und werden hier rausgehen. Hier 5 und 6. Achso. Hier fehlt noch eins. Die haben alle kein Rezept drin. Sehr gut. So, jetzt haben wir es. Gut. Jetzt müssen wir weitermachen mit dem... Jetzt kriegen wir das hier raus. Und jetzt haben wir quasi 12 von denen. Machen wir halt auch 12 die Sekunde. Ne? Also machen wir 12 die Sekunde? Genau, 2 rein. 2 Sekunden ein. Wir machen nur 6 die Sekunde. Bedeutet, wenn wir jetzt hier weiter schmelzen und sagen, hier hätten wir gerne Diamanten. Da brauchen wir 1 alle 2 Sekunden. Bedeutet, wir machen 6 pro Sekunde, das heißt, wir brauchen 6 alle 2 Sekunden oder 3 pro Sekunde. Okay. Okay, das heißt, wir brauchen 12 pro Sekunde, ne? Das heißt, wir können hier schon wieder 12 von diesen Dingern hinsetzen. Genau. Und da machen wir das hier ähnlich. Nee. Noch ein bisschen höher. Recipe, das. Du kannst halt hier auch, hier unten gibt es auch nochmal Diamond Advanced. Du kannst halt auch direkt aus so einem Diamantenkristall, ne? Das ist dann so eine alternative Ressource. Da brauchst du das hier, diesen ganzen Kohlekram vorher nicht machen, sondern kannst direkt Gas geben. So, und ihr kennt es, hier unten einfach raus und da. Hier raus, da rein, da raus. Aber das ist irgendwie klar. Wir machen 6. 6 alle 2 Sekunden. Dann brauche ich auch nur 6. Nee, dann brauche ich 12. Wir brauchen einen alle 2 Sekunden. Ja, passt schon. Manchmal, ne, das ist echt... Da müssen sie, das könnte man noch irgendwie noch in geileren Ratios sozusagen einfach mal... Aber anyway, so, dann haben wir jetzt hier die Diamanten. Ein Hähnchen ready. So, dann kommt natürlich einmal da. Bin mal gespannt. Langsam fangen hier alle an. Und Diamanten kommen hier raus. Perfekt. So, jetzt brauchen wir noch diese organischen Kristalle. Ich werde hier nochmal ein bisschen platt machen. So. Organische Kristalle gucken wir uns mal an. Dazu brauchen wir Plastik, Schweröl und Wasser. Oder ja. Das ist organische Kristall Production Chain ist richtiger Pain. Ist richtig, richtig schlecht. Schauen wir mal, wie wir das machen. Haben wir irgendwo hier Oil? Genau, da haben wir Oil. Ein Crude Oil Sieb. Und ich versuche mal, hier haben wir Wasser. Das passt. Jetzt hier mal alles wegmähen. Okay. So. Wir haben hier... wir müssen rückwärts rechnen. Wenn wir mal davon ausgehen, wir brauchen 16 von diesen Labs. Hier. Hier. Fehlen mir mal welche. Die hole ich mir. So, mit den Labs. Ich erzähle euch gleich, warum wir überhaupt so viele brauchen. Ich gucke hier mal rein. Oh, fast voll. Ah, das heißt fast voll. 71, 74, 75. Oh ja, wird schon. Gut. Sind wir hier. So, wenn wir jetzt hier das auf gelb produce, dann machen wir hier ein so ein Ding alle 8 Sekunden. Wir möchten 2 pro Sekunde. Also machen wir. Genau, brauchen wir 16. Die wir jetzt haben. Und mit denen... Titaniumkristalle, genau. So, das sind diese 16. So, was wir halt auch brauchen dafür. Ein so ein Ding braucht halt ein Diamant alle 8 Sekunden. Wenn wir sagen, wir haben jetzt 16 davon. Ne, das heißt, wir brauchen 16 Diamanten alle 8 Sekunden. Oder 2 Diamanten pro Sekunde. So, wie viel Diamant machen wir? Wir machen, glaube ich, mehr. Ne? Weitaus mehr. Wir machen hier aktuell, was habe ich hier, 6, 12. Wir machen 12 Diamanten alle 2 Sekunden, also wir machen 6 Diamanten pro Sekunde und wir brauchen nur 2 Diamanten pro Sekunde. Also, alles fein. Gut. Das haben wir schon mal ready und jetzt brauchen wir noch 2 von diesen organischen Kristallen pro Sekunde. 2 Titaniumkristalle pro Sekunde von den Dingern. Und da gehen wir jetzt mal zurück. Titaniumkristalle. Das werde ich immer so ein bisschen aufbauen. Wir gucken uns das mal kurz an. Was brauchen wir für so einen Titaniumkristall? Der macht 4, also alle 4 Sekunden einen. Das heißt, wenn wir 4 machen, machen wir pro Sekunde einen, also brauchen wir schon mal 8. Das können wir uns schon mal so merken. So, und wir lassen das mal so in der Mitte weiter rausgehen. Aktuell machen wir leider nicht die 8, ne? Denn wir haben ja das Problem immer noch, dass wir hier diese ersten Assembler haben und wir machen damit 0,75. Wir brauchen 8 die Sekunde. 8 mal 0,75, wir machen 6. Das ist halt... Also wir haben die Power von 6. Wenn ich jetzt 10 habe... Ne, hoch. 10 mal 0,75 sind 7,5. 8, 9, 10. 7,5, wir brauchen aber 8. Und wenn ich jetzt 12 mal 0,75 sind 9. Das ist so eklig. Das muss man dann, also ich würde, sofern ich die anderen Dinge habe, werde ich das upgraden. Aber es ändert ja nichts an, an dem, was ich brauche. So, hier ein Titan. Okay. Die Dinger kommen hier, werden hier rausgepackt. Und dann gehen sie hier meinetwegen. So. Und die anderen Dinger gehen da so hin. Wo sind denn die? Da hinten. Die brauche ich aber nur hier so rüberführen, das ist okay. So, okay, dann haben wir jetzt hier diese Titankristalle. Alright. Für die Titankristalle brauchen wir Titan. Okay. Das haben wir quasi. Das wird später hierher geflogen. Und wir brauchen... so, einmal das und einmal das. Dann einmal hier lang und einmal da. Und jetzt kann man sich halt das aussuchen, ne? Machen wir das hier beim Splitter. Das Äußere. Oh, hier ist so actually noch einer frei. Ja, okay. Das werde ich mal kurz hier alles mal fertig machen. Das brauchen wir dann nicht hier so nah dran. Können wir auch mal wieder mit dem Ding hier arbeiten. Das nach da. Das nach da und das nach da. So, 2, 3, 4, 5. 6. So, und jetzt 3, ne? Ah, es geht schon ziemlich schnell mit den Jungs jetzt. Finde ich ganz gut. Müssen wir jetzt das einfach mal drehen. 1, 2, 4, 5 und... Sehr schön. Da werde ich auch noch besser drin wieder. Denkt immer dran, ihr könnt halt auch diese Splitter so ein bisschen, ne, anders bauen. Nein, das geht so nicht. Aber ich kann das so machen. Und jetzt so ein Ding dahin stellen. So, und jetzt kommt hier so ein Lager rein. Wo ich dann erstmal die Dinger da reinpacke. Jetzt hole ich mir mal kurz neue Sachen. Dann kommt dann da das Titan rein und jetzt müssen wir diese organischen Kristalle gleich anbauen. Oh ja, auch 3 Kreuze, wenn das um ist. Oh. Haben wir jetzt mal actually irgendwie... Ne, haben wir nicht. Die Dinger werden immer noch weiter gebaut. Oh, jetzt der erste. Der erste findet seinen Weg hier hin. Wird da reingebaut. Und dann haben wir hier das... die Sorter. Sehr, sehr gut. Verbrauchen übrigens auch natürlich super viel auch noch Energie, ne? Von daher... Ja, zack, zack, zack. Das haben wir. Und Sorter brauchen wir auch. Zack, zack. Gut. Das dahin, die Kohle auch gleich mal dahin. Mal wieder zurück. So, hier haben wir also diese Dinger, ne? Das heißt Titan. Ich werde das mal hier kurz unterbrechen. Kann ich hier schon mal reinpacken. Und dann kommt hier, sollten diese organischen Kristalle hinkommen, die wir jetzt hier benötigen. Und von denen brauchen wir, damit so ein Ding hier funktioniert, brauchen 3 Titan alle 4 Sekunden, beziehungsweise einen organischen Kristall alle 4 Sekunden. Wir haben jetzt 12. Ja, eigentlich, wir brauchen 2 pro Sekunde, das heißt, eigentlich brauchen wir 8. Also brauchen wir auch hier 8 von denen, brauchen wir, ja, 2 pro Sekunde. Jetzt brauchen wir hier nochmal so ein Produktion, Chemiewerk. So, na dann mal los. Das wird sowieso ganz wild. So. Der Kristall, der braucht Plastik. Es ist einfach, du brauchst so viel Scheiße hier. Ah, na gut, alle 6 Sekunden macht der einen. Alle 6. Machen wir 5, 6. Jetzt machen wir pro Sekunde einen. Sind wir ganz weit vorne. Genau, wir brauchen 3 Sachen. 1, 2, 3. So, wie machen wir das? Der da rein, der da rein, der da rein. Der von ganz hinten hier rein. Der von der Mitte da rein und der hier rein. So, und dann haben wir hier die organischen Kristalle, die wir dann hier einfach im Prinzip hier lang ziehen. Nach da. Oh, der Regen ist hart bei uns gerade. Sachen, die man in einem Let's Play nicht sagen sollte. Okay, dann haben wir das hier auch. Und jetzt wichtig natürlich, die müssen hier raus. So, und jetzt kann ich die mal erweitern. Mal kurz hier hin. Es geht schon recht schnell. Zwei, 3, 4, 5. Oh nee. Oh. Ihr seht hier diesen Break. Der versaut mir jetzt hier den ganzen Scheiß, ey. Vielleicht kriege ich das anders hin. Vielleicht kann ich hier so ein bisschen näher ran. Nur mal kurz checken. 2, 4, 5, 6. Nope. Nope. Das ist zum Kotzen. Okay. Gut, wir müssen weiter hier in diesem Dings hier arbeiten. Wasser haben wir ja genug hier. Dann müssen wir hier einfach nur ein bisschen... So. Und dann machen wir das aber hier. Gut. 2, 3, 4, 5, 6. Passt tut auch. Und das ist nur der Aufbau für die organischen Kristalle. Da muss ich ja noch Plastik machen. Wow. So. Organischer Kristall. Jetzt hier wieder, ne? Das da rein. Das da rein. Das da rein. Der nimmt von ganz hinten. Der nimmt von vorne. Der nimmt von der Mitte. Und er gibt einfach hier raus. Und er auch. Können wir kurz nach hinten rennen, damit hier alles fertig gemacht wird. Stabil, stabil, stabil. Gut. 2, 3, 4, 5 und 6. 2, 3, 4, 5 und 6. Sehr, sehr schön. Jetzt brauchen wir, also zum einen können wir hier nochmal ein bisschen was wegnehmen. Jetzt brauchen wir hier für die Plastik, Refined Oil und Water. Water ist easy. Wir holen uns von da hinten. Ich freue mich schon, wenn hier alles wieder automatisiert ist. Ich sehe hier, okay, wenigstens gibt es hier langsam mehr. So, hier sind die Wasserextraktoren. 30, da braucht kein Mensch 30. Als erstes hier Water. Wie viel brauchen wir an Wasser? Ne? 1 alle 6 Sekunden, wir haben 12. Also brauchen wir 12 alle 6 Sekunden, also brauchen wir 2 pro Sekunde. So. 2 pro Sekunde, wo haben wir es? Ne, stellst du hier einfach hin. So. Da guckst du kurz rein. die Minute, also im Prinzip 1 pro Sekunde. Wir brauchen ein bisschen mehr. Auch 55. Brauchen wir wieder ein bisschen mehr. So, hier haben wir Wasser Numero 1. So, Water haben wir. Jetzt brauchen wir noch Refined Oil. Und zwar, wie viel? Also auch 2 pro Sekunde. Wir haben 12, ne? 12 von den Dingern, also 12 alle 6 Sekunden. Also durch 6, wir brauchen 2 pro Sekunde. 2 von den Refined Oil, da gucke ich mal, vielleicht habe ich sogar noch Refined Oil. Ja, ich glaube nicht so viel, ne? Naja, da mache ich lieber nochmal ein neues Sieb auf hier. Wo haben wir es? Da. Wenn wir 2 Refined Oil pro Sekunde brauchen. Oh, und wir brauchen auch noch Plastik. Vielleicht sollte ich erstmal Plastik aufbauen, bevor ich an den Rohstoff rangehe. Was benötigt Plastik? Auch Refined Oil und Graphite. Oh. Wie viel Plastik brauchen wir? Wir brauchen Plastik. 2 alle 6 Sekunden. 12, 24 alle 6 Sekunden durch 6 sind 4 pro Sekunde. 4 Plastik pro Sekunde. Really? Naja, beim anderen brauchen wir 2. Da ist immer das Doppelte. Also 4. 4 Plastik pro Sekunde. Das Ding macht 1 Plastik alle 3 Sekunden. Wenn ich 3 hinstelle. Machen wir gerade ein Plastik, ne? Jo, das heißt, und das Ganze mal 4. Great. Lack of Item. Interessant. Platt. Also ne, 3 und dann 4 rein davon, 4 mal 3, wir brauchen also 12. Also wieder 6 von den Dingern. Von daher ganz, ganz weit vorne. Oh, das ist aber super nervig. Aber die wollen auch, dass das erste halt einfach nur krass stresst. So, eine dahin. Und dann... Die brauchen aber nur 2, ne? Für Plastik, ja. Jetzt geht es hier auch ein bisschen einfacher, ne? Einmal das, einmal das, einmal das und einmal das. Das hier raus. So. 3, 4, 5 und 6. Baut ihr Flieger. Für Plastik, wir müssen jetzt auch mal das Refined Oil zusammenrechnen. Wir brauchen 1 alle 6 Sekunden. Wir haben also 2 Refined Oil pro Sekunde plus hier 2 alle 3. Dann merken wir uns erstmal 2. Und hier haben wir 12 gebaut. Das heißt, wir brauchen 24 alle 3 Sekunden. Durch 3 bedeutet, wir brauchen nochmal 8 pro Sekunde. plus die 2, wir brauchen 10 pro Sekunde. 10 Refined Oil pro Sekunde. Und hier kommt das Refined Oil rein. Und wie viel brauchen wir von diesem Graphite? 1 alle 3 Sekunden. Ja, wir haben 12 davon, also brauchen wir 12 alle 3 Sekunden. Durch 3, wir brauchen 4 pro Sekunde. Kohle. Ach, das war irgendwo da hinten, ne? Ja, hier. Bauen wir das Ding hier mal und ziehen es da lang. Ist ja kein Problem. 4 Kohle, 4 Graphite pro Sekunde. Okay. Die Dinger wie immer zumachen hier. Wupp, 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 wupp. So, und dann, wir machen auch wirklich nur die entsprechenden 4, ne? Ein so ein Ding, ne, wenn ich da sehe, der macht halt 1 alle 2 Sekunden, also brauchen wir mindestens 8. Wir nehmen von da und von da. Daraus und daraus. Hier. Perfekt. So. Das kommt da weg. Das zieht einmal hier rum. Sehr schön. Und jetzt brauchen wir hier nur mal... Das wird natürlich auch ordentlich Strom kosten. So, dann bauen wir hier die Dinger auf. Haben wir hier das Graphite. Einmal hoch. Einmal runter. Und dann wohin muss das? Nach rechts. Da lang, geht nicht, da lang, darüber. Und dann hätten wir hier das Graphite. Das ist auch immer ein Akt. Lassen wir das schnell bauen. Ich nehme mal schon zu trinken. Bitte macht einmal die beiden. Danke. Aber mit Gelber Science kann ich halt auch wieder ein bisschen mehr erforschen hier am Mac. Wir sind dann noch ein bisschen mobiler. Und perfekt, das ist laut. Okay. Und jetzt im Endeffekt brauchen wir jetzt halt nur noch diese 10 Öl, also 10 Refined, ihr wisst schon, pro Sekunde. Das ist eigentlich gar nicht mal so doof, dass das hier ist. So, hier machen wir 2,6. Sagen wir mal 2 die Sekunde an Öl. Und jetzt schauen wir mal, was wir hier so refinen können. Und vor allem wie. Hier machen wir Öl 2 alle 4 Sekunden. Macht 2. Wenn wir 2 pro Sekunde machen, dann machen wir auch 2 pro Sekunde. Oh, ist das eklig. Ah, da brauchen wir richtig viel Öl, glaube ich. Also, wir brauchen 10 Refined Oil pro Sekunde. Lass uns rechnen. Wenn wir 5 von den Dingern machen, machen wir 10 pro 4 Sekunden. Stabil. Wir brauchen auch nicht 10 alle 4 Sekunden, wir brauchen das Vierfache. Also wir haben 5, wir brauchen das Vierfache, wir brauchen 20. Joa, 20 von diesen Dingern. Oh, ich habe hier gar nichts mehr drin. Kann ich irgendwas nehmen? Schade, 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 dass ich hiervon nichts nehmen kann. Habe ich nicht hier irgendwo nochmal so einen... Ne, hier geht auch alles raus. Oh, hier haben wir nochmal ein Oil-Sieb. Oh, hier haben wir nochmal 2. Okay. Oh, 3. Jetzt soll ich das hier bauen. Weil, wenn ich 20 Refineries brauche oder habe und dann hier diese Oil Seeps nehme, wenn ich das mal zusammenrechne, nämlich von den Dingern 3,1, 2,7, mal 3,13, 2,74. Ja, rechne das aus, okay. 3,13 plus 2,74 plus 5,8 haben wir hier plus 3,31 9,18. Sagen wir mal 9. Wir haben 9 Öl hier. Was mache ich mit 9 Öl? Lass uns mal ganz kurz hier den ganzen Kram platt machen. Weg mit den Bäumen. So, haben 9 Öl. Brauchen 20 Refineries. Da kann ich aber kurz gegenrechnen, wie viel eine Refinery benötigt. Damit sie hier, also ne, wir bauen, dafür brauchen wir genau 2 alle 4 Sekunden durch 4. Dann brauchen wir also 2 durch 4 und 2 durch 4 sind 0,5. Wir haben eine Refinery brauchen 0,5. Wir bauen 20, also brauchen wir 10. Haben wir nicht. Die drei Dinger zusammen bringen nicht das, was wir brauchen. Haben wir noch oh, da hinten ist noch einer. Okay, hier ist noch einer. Das heißt, wir könnten es hinkriegen. Dazu benötigen wir noch ein paar Oil-Extraktoren. Wahnsinn, ne? Wie das geht einfach schnell ins Unermessliche. Deswegen einfach da die Ruhe bewahren. Was sind das hier? Oil Extractor, ja. Und 3 von diesen Refineries. Okay. Brauchen wir natürlich noch ein paar von denen. Los geht's. Ich hole mir aber auch nochmal Foundations. Die Dinger hier habe, die Siebs, dann könnte ich das eigentlich hier so hinbauen, was ich mal mache. Okay. Oil Extractor Numero Uno 1. 2. Und der vierte ist dahin. Ach ne, da ist schon einer drauf, ne? Dann ist der vierte. Okay, hier geht nichts mehr. Deswegen werde ich das hier mal alles abreißen. Und das vielleicht nicht. Okay. Mega dumm ist. Okay, so 20 von diesen Dingern. Zum Glück, ne, brauchen wir da ja nur 12 von diesen Öl pro Minute. Und 12 kriegen wir halt locker auf dem Band. Also, was heißt locker? Exakt 12 kriegen wir aufs Band. Ach, da hinten. So, und dann einfach brauche ich jetzt hier die Refineries, ne? Da kann ich ganz cool blueprinten wahrscheinlich. Das Ding mal hier hin. Ja, und dann Der zieht. Okay, genau. Und damit beginnen wir. Hydrogen, und das Hydrogen werde ich burnen lassen. Ich glaube da hinten, genau, und da haben wir die. Ja, das passt super. Kommt hier das Hydrogen. Werde ich immer kurz umswitchen. Science habe ich auch, kannst du mich mit zuwerfen. So, jetzt müssen wir die Dinger hier mal bauen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. 19. Eins, zwei, drei, vier, sechs, sieben, acht, 19. Das ist schon sehr viel. Die Jungs sind guter Raum schwitzen, nehme ich an. So, und jetzt einfach immer bis nach da. Okay. Reinziehen. Haben wir. Machen wir es nochmal neu. Ja, ich bin noch nicht so ganz irgendwie dem Blueprint-System, das man wahrscheinlich auch einfacher machen können, aber da fehlt mir noch ein bisschen Erfahrung. Wie viele, ne? Ich weiß auch gar nicht, ob das... Oh, Lack of Item, das ist natürlich nicht so gut. Jetzt mal rüber. Und das alles nur für diese gelbe Science, ne? Das ist schon nicht ohne. Die Dinger sind voll. Links macht er hier was. Recipe, einmal das. Okay, kurz mal überlegen, dann, wenn wir 20 von diesen Dingern haben, wie viel Hydrogen machen wir dann? Ein Hydrogen alle 4 Sekunden. Wir haben halt 20, wir machen 20 alle 4 Sekunden. Durch 4. Das passt. Und von denen machen wir 40 alle 4 Sekunden, durch 10 machen wir. Ja, das ist alles easy. Okay. So, wo haben wir denn da hinten? Genau, das hier. Kann actually sogar hier lang. Und dann bricht natürlich alles zusammen. Aber okay. Das ist, wie es ist. Oh ja, hier ist schlimm. Wie kriege ich das denn hier am besten? Ah, hier kann man die Dinger zwischensetzen. Ein Glück. Gut designt. Alles safe, gut. Einfach mal so die Dinger hier kurz mal gegen. So, und dann war ja hier hinten die Diamanten. Dann hier hinten gehen dann die Dinger raus. Und wie immer machen wir mal hier die Teile rein. Und auf der anderen Seite wieder raus. So, jetzt muss das irgendwie, da hinten ist rot. Ja, keine Ahnung, ey, es muss jetzt irgendwie da hinten hin. Ich muss mich mal ganz kurz hier in so einem Ding hinstellen. Aufladen. Kurzen Schluck trinken. Ach, schon wieder fast eine Stunde rum. Aber wir haben ja im Prinzip jetzt alles fertig. Jetzt gehen hier die Megawatt rein. Sehr gut. Wir fangen jetzt mal an mit dem Produzieren. Das sieht hier alles sehr gut aus. Das können wir hier auch schon mal verbinden. Müssen wir hier nochmal so ein paar Sachen. Die Jungs sind nur am Arbeiten. Jo, hier kommt dann entsprechend Hydrogen rein. würde ich das hier nochmal ein bisschen erweitern. Ach, weil jetzt hier alles voll ist. Hm, I see. Okay. Aber das wird sich ändern, sofern wir die Dinger hier wieder haben. Okay. Hier... Was war das? Hydrogen, ne? Ja. Auf die 1 Hydrogen, auf die 2 das. Nächster. Ja, da muss ich jetzt einfach nur immer die entsprechenden unterschiedlichen Dinger da nehmen. Und jetzt kann ich das erste nehmen. Okay, das ist jetzt falsch. Very good, very good, very good. Dann nur noch Öl verbinden und dann, denke ich, haben wir gelbe Science. Hinten geht's jetzt los. Das muss ja auch noch runter. Eins, zwei, drei, vier sind am Ballern sehr, sehr gut. Dauert das natürlich ein bisschen, bis das alles voll ist, aber es sollte klappen. So, Hydrogen geht da schön rein. Und wird verbrannt. Hier geht das Öl rein, wird Plastik gemacht. Na, ihr seht es hier, passt, Plastik geht hier raus, geht hier rein. Wenn das hier erstmal alles voll ist, dann wird es nach oben weiter verbraten. Und weil wir hier auf jeden Fall mehr reinschieben, als wir verbrauchen. Wenn das voll ist, Plastik, dann geht es weiter zu den organischen Kristallen. Oh, 100% Satisfaction, das ist gut. Es wird immer mehr, sehr, sehr gut. Und jetzt staut es schon hier hinten, genauso wie es sein soll. Jetzt wird es nach oben hin. Sehr, sehr gut. So sollte es sein. Und jetzt wird oben, werden jetzt die Kristalle produziert. Da kommen sie. Die Kristalle gehen jetzt hier in die Titan-Dinger rein. Und da kommt schon so ein Titankristall raus, findet seinen Weg. Und da haben wir gleich das erste. Ne, wir haben hier gar nichts, weil wir das vergessen haben. Aber die erste gelbe Science. Tada! So, genau. Und das wird sich jetzt hier langsam hochrampen. Immer mehr. Ah, guck mal, sind hier schon alle am Arbeiten? Ja, fast alle, ne? Cool. Sehr, sehr geil. Immer mehr Gelb, ne? Und mit Gelb, da können wir jetzt hier die richtig coolen Sachen machen. Hier einmal Universe Exploration, nicht aber Mecha Core. Nochmal ein bisschen mehr Energie. Wir können hier ein bisschen schneller rennen. Oh, hier ein bisschen schneller rennen. Richtig geil. Na, das ist halt mit Gelb sind wir auch wieder ordentlich weit. Energy Circuit auch sehr geil. Drone Engines, Drive Engines. Ah, hier Ray Transmission, Solarsegel live. Das gucken wir uns dann später in Ruhe an. Aber hier die Carrier Engine und. Perfekt. Joa, auf jeden Fall ist er jetzt auch vorbei mit Titan. Man braucht halt auch 3 Titanen immer, ne? Jo, wir müssen halt bald Titan automatisieren. Ganz wichtig. Okay, wie wir haben jetzt hier hinten schon drin, 28, hier ein paar. Da ist nämlich wichtig, dass wir denn hier in Interstellar Logistics reinkommen. Also wir brauchen hier die 80 und hier nochmal 120, also 200 insgesamt. Und sofern wir die haben, da können wir dann tatsächlich das Titan und das Silizium automatisieren. Gut, an der Stelle speichere ich und bedanke mich wie immer fürs Einschalten. Ich hoffe, also diese Episode fand ich sehr entspannt. Bei der nächsten geht es dann los, wirklich mit der Science, und dann werden wir auch Richtung wieder Weltraum und Automatisieren von Titan und Silizium. Danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal, macht's gut.